Am Freitag, den 14. Juni, kam das Plenum des Thüringer Landtags zur letzten regulären Sitzung der 7. Wahlperiode zusammen. In den vergangenen 5 Jahren wurden zahlreiche Entscheidungen für Thüringen getroffen, oft unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie. Insgesamt wurden 146 Gesetze verabschiedet und 141 Plenarsitzungen abgehalten. Die vergangenen 5 Jahre haben Thüringen und auch dem Parlament viel abverlangt, reflektierte Landtagspräsidentin Birgit Pommer. Mit der Wahl haben wir die Chance, eine Entscheidung für ein friedliches Miteinander zu treffen, ergänzte sie. Auch Lutz Liebscher von der SPD stimmte der Landtagspräsidentin zu und betonte die besonderen Anforderungen, die eine Minderheitsregierung mit sich brachte. Aber es war auf jeden Fall eine sehr intensive Legislatur, die aufgrund der Konstellation, dass wir in einer Minderheitsregierung waren, natürlich das Erfordernis an Abstimmungen und Gesprächen nicht nur innerhalb der Koalition, sondern darüber hinaus natürlich sehr gefordert haben. Die Pandemie prägte die Arbeit des Parlaments stark. Neben Bommer blickte auch Olaf Müller auf diese Zeit zurück. Heute würde ich sagen, wenn mich Kollegen fragen, Minderheitsregierung in Deutschland? Ich würde es nicht nochmal machen. Wir haben einiges so im finanziellen Bereich über die Haushaltsberatung doch noch retten können, trotz zweimaliger globaler Minderausgabe. Und ich glaube, dass wir nicht vergessen dürfen, 5 Jahre davon waren mittlerweile über 3 Jahre in einem Krisenmodus, den wir alle noch nie erlebt haben. Nur zur Erinnerung, Corona, 2,5 Jahre, ohne jeden Ansatz von Wissen, wie gehen wir damit um, was kommt da auf uns zu, wie geht das weiter. Auch Mario Vogt von der CDU sieht die vergangenen Jahre teilweise kritisch. Das war eine Legislatur der verpassten Möglichkeiten für Thüringen, eine Stillstandslegislatur. Wir haben eine zerstrittene Regierung gesehen und vor allen Dingen auch eine Regierung, die keine Kraft oder Ambitionen hat. Nicht nur Vogt äußerte sich über Enttäuschungen der letzten Jahre. Auch Stefan Möller, Abgeordneter der AfD, kritisierte den Umgang mit der eigenen Partei im Thüringer Landtag. Ich hatte tatsächlich am Anfang der Legislaturperiode die Hoffnung, dass eine Stärke von 23% normaler behandelt wird. Ja, also dass wir, dass die anderen politischen Kräfte wahrnehmen, man kriegt die AfD nicht klein, indem man sie weiter ausgrenzt. Man muss sie in irgendeiner Form politisch einbinden, sich mit ihr politisch auseinandersetzen. Naja, und meine Enttäuschung ist natürlich, dass genau das Gegenteil passiert ist. Steffen Dittes, der Partei Die Linke hingegen, schaute positiver auf die vergangene Legislaturperiode zurück. Dieses Land wurde stabil regiert. Es gab eine funktionierende Regierung. Und wenn Sie sich in anderen Bundesländern mal umhorchen, das ist das erste Mal, dass eine Regierung über so einen langen Zeitraum ohne eigene Mehrheit und ohne vertragliche Zusicherung für Parlamentsmehrheiten zu verschaffen, wirklich in Verantwortung war. Und ich finde, sie hat es auch gut gemacht. Überschattet wurde die Legislaturperiode anfangs durch die geplatzten Neuwahlen des Ministerpräsidenten. Wie damit umgegangen ist, war der erste Vertrauensverlust. Und das war nicht nur Kratzer in dem Vertrauen, sondern es war eine wirkliche große Beule im Vertrauen der Leute von außen betrachtet auf das Parlament. Ich bin mit einer Stimme Mehrheit gewählt worden. Und dann ist damit demokratisch umzugehen. Dann kam dieses Versprechen von Rot-Rot-Grün plus CDU, diese Lage aufzunehmen, lösen zu wollen durch Neuwahlen. Sie haben recht, wir haben damals sehr klar gesagt, nach den Ereignissen im Thüringer Landtag sollten die Thüringerinnen und Thüringer darüber entscheiden, wie der Landtag sich neu zusammensetzt. Am Ende hätte der Landtag sich nur mit den Stimmen seiner eigenen Mitglieder auflösen können und dafür gab es eben keine Mehrheit. Aber es lag jetzt nicht an den 8 Abgeordneten der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag. Jetzt haben die Leute im September die Möglichkeit, den Landtag neu zu wählen, auch in den Blick zu nehmen, was die letzten 5 Jahre gut gelaufen ist und eben nicht. Und wofür wir als Sozialdemokraten stehen, habe ich ja vorhin schon angedeutet. Der Landesvorsitzende der Gruppe der FDP, Thomas Kemmerich, zog eine ebenso erfolgreiche Bilanz für seine Partei. Jetzt am Ende der Legislatur muss ich sagen, wir waren unheimlich erfolgreich. Über 30 Initiativen auf Veranlassung der FDP sind erfolgreich durch den Landtag gegangen. Viele medizinische Initiativen, keine Windkraftanlagen im Wald. Wir haben die Grunderwerbsteuer mitgesenkt. Ich als Vorsitzender der FDP hier im Thüringer Landtag kann sagen, ich bin sehr stolz auf die Arbeit der insgesamt 4 Fraktionäre, die in ihren Bereichen wirklich Zeichen gesetzt haben, die auch nachhaltig für die Zukunft Thüringen wirken können. Mario Vogt von der CDU schwebt bereits eine klare Zukunftsvision seiner Partei vor. Er betonte abschließend die Relevanz der Wahlen im September. Hätte es viel früher Neuwahlen gebraucht. Das ist ein großes Versäumnis dieser Legislatur. Und das steht jetzt im September an, da eine klare Verhältnisse für Thüringen zu schaffen. Das werden wir auch in der nächsten Legislaturperiode machen. Wir werden die Dinge zur Abstimmung bringen, die den Thüringern helfen. Und dann geht es einfach nur darum, dass wir das Land wieder voranbringen.